Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und dem wahrscheinlich letzten Reisevideo. Auf jeden Fall auf Kreta und vielleicht auch auf diesem Kanal, denn in einer Woche nehmen wir unsere Fähre und es geht zurück nach Deutschland. Eigentlich war für diese Woche ein Video geplant, das ungefähr so lauten sollte, wieso wir mit Vanlife aufhören. Denn im letzten Video haben wir euch ja erzählt, warum wir überhaupt mit Vanlife angefangen haben. Und es waren lauter gute Gründe dabei. Aber weil wir nicht nur das alles romantisieren wollen, sondern euch natürlich beide Seiten zeigen möchten, dachten wir, diese Woche wäre dieses Video dran. Aber wir fühlen es einfach irgendwie gar nicht, sondern wir sind so richtig schön in einem schönen Vanlife-Flow. Also wir wollen die letzte Woche hier auf Kreta noch genießen und deswegen kommt dieses Video irgendwann mal später noch. Aber diese Woche wollen wir euch nochmal richtig schön mitnehmen zu einem, ja, unserer letzten Reisevlogs. Aktuell stehen wir hier noch in Ira Petra. Das ist eine Stadt im Süden Kretas, ein bisschen windgeschützt, weil draußen tobt ein kleiner Sturm. Und wir machen uns aber gleich auf den Weg zu einem schönen Strand, denn der Wind wird weniger, der Sturm ist vorbeigezogen die letzten Tage und fahren jetzt gleich zusammen nach Terza. Also macht es euch schön gemütlich, ich freue mich richtig drauf auf diese letzte Woche, ich hoffe ihr auch. Und ich bin gespannt, was das Video mit sich bringt, denn ja, wir sind nicht so ganz gut vorbereitet und lassen einfach alles mal spontan auf uns zukommen. Also, cheers. Diese kleine Stadt hier ist die viertgrößte Stadt Kretas mit knappen 16.000 Einwohnern. Und ist auch echt schön hier, aber im Winter ist hier halt alles ein bisschen ausgestorben. Und es sieht ungefähr an vielen Stellen so aus. Wenn das Wetter nicht so schön ist, kann es auch ein bisschen trist sein. Aber es war trotzdem die beste Möglichkeit, sich vor dem Sturm zu schützen. Denn es hat hier so teilweise mit 70 km/h hat es hier ganz schön geblasen. Und die Vans haben hier schon in der Stadt dolle gewackelt. Wir gar nicht wissen, wie stark es am Strand gewesen wäre. Musa! Hey, du kleine Scheißerin! Das Reisen wird mir mit großer Sicherheit schon fehlen. Ich meine, morgens aufzuwachen und immer da sein zu können, wo man, ja, wo es schön ist, wo man es einfach schön hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir fehlen wird und vor allem aber auch so aus dieser fotografischen und videografischen Sicht, die Aufnahmen so zu machen. Ich meine, ihr habt es ja eben gesehen, wie schön es einfach ist. Hier mal ein Hafen, da mal ein Berg, dort mal eine Schlucht oder es wird schon anders sein, wenn wir dann auf jeden Fall eine feste Base haben, wenn wir das nicht mehr so in dieser Häufigkeit haben. Und es ist so ein komisches Gefühl, also ich kann es schwer beschreiben. Auf der einen Seite ist ja diese Abenteuerlust, die weiter in mir ist, oder auch bei Melli. Und auf der anderen Seite ist da so dieses dringende Bedürfnis nach einer festen Base. Ja, aber das Leben geht weiter. Ich meine, wir können nicht die ganze Zeit auf 10 Quadratmeter leben. Dafür sind wir einfach nicht geboren worden und das ist auch einfach nicht unser Ziel gewesen von Anfang an. Und alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Und von daher bin ich sehr gespannt zu sehen, wie sich das, ja, in uns weiterentwickelt und wie wir unsere Freude dann mit einer festen Base finden. Wir werden immer natürlich ein bisschen reisen, nur dann halt wahrscheinlich nicht mehr 3 Jahre am Stück. Was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wäre, dass ich mich nicht immer selbst filme. Also ihr seht die Szene jetzt zum ersten Mal. Wenn ich die Szene aber geschnitten habe und das Video fertig gemacht habe, habe ich die Szene bestimmt schon, ja, 10 bis 20 Mal gesehen, je nachdem, wie gut sie mir gefällt. Und es wäre vielleicht auch eine Option, einfach mal hinter der Kamera zu stehen und für Projekte zum Beispiel ein paar Tage zu verreisen und einfach nur der Kameramann zu sein. Denn ich mag es total gerne, einfach Szenen einzufangen, muss aber nicht zwangsweise immer selber vor der Kamera stehen.
Als ich Kind war oder Jugendlicher war, mochte ich es auch überhaupt nicht, vor der Kamera zu stehen. Also ich musste mir das so richtig selbst beibringen, mich selbst auch erstmal so zu sehen und zu hören und mich auch so zu mögen. Ich wollte euch noch was zeigen. Mir ist vor 2-3 Tagen auf dem Weg hierher ein kleines Missgeschick passiert und ich habe eventuell einen Bordstein geküsst. Die Bordsteinkante, guckt euch das hier mal an. Richtig scheiße, sage ich euch. Das ist bis runter aufs Metall. Und zwar habe ich das einfach nicht gesehen und bin halt hier hängen geblieben. Und jetzt rostet das nach 2 Tagen schon so gut weg. Also ich hoffe, das können wir in Deutschland reparieren lassen. Ein bisschen ausbeulen. Aber so sieht man mal, Schatz, wie der Van aussehen würde, wenn wir den in so einem Senfgelb streichen würden. Wäre auch eine coole Farbe eigentlich, ne? Wow, der Wind! Wow. Wow. So eng. Ich habe einen steifen Nacken heute. Au. Oh. Ja. Oh, mein Nacken tut so weh. Mag nicht mehr. Hi. Kann mich nicht drehen. If it all starts to crumble, we'll search the pieces for hope. Wir haben uns hier ein Sumpfloch empfunden. Aber wirklich? Schau das mal an. Ja. So, da können wir ja Schlammbaden. Oh ja, können wir uns schön reinlegen und uns dann trocknen lassen von da. Hey. Moin. Ja, und das ist... Ja, jo. Sagen wir die Allmanns. Moin! Die Allmanns sind da! Ja, klar, für acht. So, wir gucken uns jetzt mal den Platz da vorne an, bevor wir nämlich durch das Matschloch hier fahren. Das sieht nämlich ein bisschen wüst aus. Wahrscheinlich hat es das so aufgegeben oder so, ich habe keine Ahnung. Also, die Spannung steigt hier in unserem Travel Vlog. We know when it's better to say goodbye. Ja, scheiße. Schatz mit X. Wir haben jetzt unser Schlammbad genommen und fahren jetzt weiter. Wir haben da hinten noch nicht mal einen Balken. Ja, wohin gehst du auf einmal? Achso, ja, das ist ja deine Aufnahme. Ja, aber kannst ja, jetzt bist du ja schon drin. Aber mit vollem Mund spricht man nicht. Ach doch, man versteht dich halt nur schlecht. Okay, ich mach mit. Ja, also wir hatten noch nicht mal einen Balken empfangen und deswegen, in der Platz ist, finde ich so, also von 10 Punkten würde ich den Platz so 5 geben. Ich bin sogar bei einer 6. Mhm, du bist mehr begeistert gewesen. Das ist ganz nett. Das ist eine kleine Bucht. Oh Mann, ey, aber so ist es einfach mal beim Reisen. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht genau, was hier passieren wird in diesem Video. Aber es wird wohl ein Fahrvideo werden. Ich hoffe, ihr sitzt gemütlich in euren Sofas. Angeschnallt. Das ist halt auch mal so, ne? Wir müssen also rausfinden, wo wir hinfahren. Mhm. Was der nächste Stellplatz ist. Mhm. Bevor ich geht's eigentlich schon nach Hause. Ja, das wird... hart. Agios wollten wir doch, oder? Ja, wir müssen mal gucken. Wir setzen uns jetzt mal hin, Cut, und gucken, wie es weitergeht. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal mit den Hunden spazieren. Eigentlich haben wir gedacht, wir bleiben dann einfach hier am Straßenrand stehen. Und da hinten ist das Dorf. Also 500 Meter vorher war dieser Platz. Aber auch hier haben wir gar keinen Empfang. Im Dorf haben wir zwar ein bisschen Empfang, aber wir müssen alle arbeiten bzw. haben noch Karawaten und Online-Coaching. Und dafür brauchen wir einfach Empfang. Und dann dachten wir, gut, dann bleiben wir halt hier am Platz stehen. Aber es ist jetzt hier nicht so möglich, irgendwie stehen zu bleiben. Und deswegen gehen wir jetzt noch mal kurz mit den Hunden Gassi und fahren dann weiter. Noch mal zu einem Platz, bei dem wir schon vor 2 Wochen standen, aber den kennen wir. Und das ist ja auch mal angenehm. Nicht immer nur was Neues zu entdecken. Ja.
Ja, richtig schade, dass wir nicht hier bleiben können, weil der Ort ist eigentlich total schön. Und wie ihr auch gerade gesehen habt, wachsen hier Bananen, wir haben Datteln gesehen, Orangen. Also es ist ein richtig schönes Tal. Falls ihr das sucht, das ist ein bisschen mehr im Westen von der Stadt Myrtos. Vielleicht so 10 Kilometer. Und total schön. Aber wir brauchen leider Internet und können deswegen nicht hier bleiben. Ich muss ja auch das Video bearbeiten und hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Und wir haben uns gerade entschieden, das Video wird doch heißen, warum wir mit Vanlife aufhören. Also herzlich willkommen, hier ein paar Argumente oder ein paar Begründungen von unserer Seite aus, warum wir mit Vanlife aufhören oder zumindest Vollzeit Vanlife aufhören, ist, dass es so schwer ist, eine Routine zu finden. Also eigentlich war geplant, dass wir heute ein bisschen was sehen, ein bisschen arbeiten und so unsere Routinen aufrechterhalten. Und jetzt sind wir um 11 Uhr schon losgefahren, um 12 Uhr losgefahren und jetzt haben wir schon halb drei. Eigentlich sollten wir schon längst am neuen Platz angekommen sein, aber können hier halt nicht bleiben und deswegen essen wir jetzt was Kleines, fahren weiter und sind dann höchstwahrscheinlich erst um 5 Uhr an dem anderen Platz. Um dann meine Routine aufrechtzuerhalten oder die Sachen, die ich mir vorgenommen habe zu machen, müsste ich dann quasi bis 12 oder 1 Uhr sitzen. Dann ist aber der nächste Tag auch wieder nicht so routiniert und ist halt einfach nicht alles so einfach, wenn man arbeiten möchte. Für den nächsten Van-Ausbau würde ich auf jeden Fall eine riesengroße Antenne mir irgendwo hinstellen oder mir so ein Starlink holen, weil es das dann doch ein bisschen einfacher macht. Und hast du auch einen Grund, warum du mit Vanlife aufhörst? Ja, weil es mir langsam zu eng wird, ich schon steifen Nacken bekommen habe, ich keinen Platz mehr habe. Nein, es gibt viele Gründe, warum man aufhören sollte, viele Gründe, warum man dabei bleiben sollte. Aber ich glaube, nach 3 Jahren fehlt mir einfach auf jeden Fall Platz und mir fehlt einfach ein größerer Kleiderschrank. Und ja, ich weiß nicht, man sitzt auch oft krumm und vielleicht hat man deswegen auch ein bisschen mehr so Nackenverspannung, weil alles ein bisschen eng und klein ist. Ja, das sind so meine Gründe. Und ja, Routine aufbauen, das hast du auch schon gesagt. Ja, es kommen ja aber noch mehr Gründe, ne? Wir teilen die jetzt mal wieder so auf. Ja, über das kann ich alles jetzt auf einmal schon verraten, sonst können wir ja schon aufhören mit dem Video, ne? Korrekt, jetzt geht's erstmal happy happy. Die Tage sind dann für den Arsch, weil du willst nur einen Stellplatz wechseln, eine halbe Stunde. Und wir sind 4 Stunden unterwegs. Okay, we leave. Bye, bye. Bye. Ja, und es geht weiter. Also, wir haben hier noch einen Platz gefunden, bei dem man eventuell stehen könnte. Und der ist nur 10 Minuten von hier entfernt. Ist zwar ein bisschen in den Bergen und es ist auch bewölkt, aber wir haben alle keine Lust, irgendwie jetzt über eine Stunde noch zu fahren. Und vielleicht können wir da stehen. Also drückt uns die Daumen. Das war wohl nix. Ja, diese Unplanbarkeit beim Vanlife ist so eine Hassliebe, finde ich. Also auf der einen Seite ist es natürlich immer schön, weil man wird total mit vielen Sachen überrascht und auf der anderen Sache nervt's. Und die ersten Monate oder Jahre war es so gar kein Problem, aber jetzt merkt man halt einfach, es nervt. Wir haben 4 Uhr und wir haben nichts geschafft, außer in der Gegend rumzufahren und nach Stellplätzen zu suchen, weil der eine Stellplatz, der uns empfohlen worden ist, wie ihr gesehen habt, weil es ja nicht möglich war zu stehen. Was soll ich meinen? Komm, wir fahren weiter, nein, Spaß. Voll gut, ich fühle mich wieder nach Hause, komm. Ja, Melli ist auf einmal wieder lustig. Ja, ich merke schon, weil gerade mal der Joke des Tages ist. Ja, aber echt, ey. Ich kann auch witzig sein. Angekommen. Waren jetzt länger unterwegs als gedacht. Klar, ist ja immer so. Jetzt heute insgesamt 5,5 Stunden auf Stellplatz suchen und dann haben wir uns doch auf den alten Platz gestellt, weil die anderen alle kacke waren. Und das ist halt auch etwas, was uns so ein bisschen nervt. Man ist oft sehr lange im Auto unterwegs. Aber wenn man auf einer Insel ist, dann kann man immer wieder Plätze wieder anfahren, die man schon kennt. Das ist was Positives. Das stimmt, aber heute geht es nur um Scheißsachen am Vanlife. Nur Scheiße. Nee, da hast du recht. Was Positives ist, dass wir hinten
einen Kaffee haben und uns jetzt ein schönes Kaffee machen. Einen schönen Kaffee machen. Hallo Nusa! Hallo mein Schatz! Hey David! Hallo! Hallo! Hey David! Na, wie gefällt's euch hier? Wollen wir weiterfahren? Ich find's ziemlich schön. Ziemlich schön. Ist das einer der Gründe, weshalb du mit dem Vanlife aufhören willst? Ja. Ja, was denn genau? Ja, dass man... Weil ich nicht so lange im Auto mehr sitzen möchte. Ja, du kannst ja auch schwimmen gehen, wenn du willst. Ja. Du musst ja nicht im Auto sitzen. Wir sind hier auf Kreta, da sind viele Plätze. Aber in dem Video geht es nur darum, was scheiße ist. Würden, und ja. Du hörst jetzt mit Vanlife auf. Ja, auf Kreta. Was scheiße ist? Du bist scheiße. Ich bin auch scheiße, ja. Ja. Deswegen gefällt es dir auch nicht. Ja, weil ich einfach so viel Scheiße in mir rumtrage. So viel Scheiße im Kopf, da passiert dann einfach Scheiße. Ja, da passiert einfach Scheiße. Ja, fühlt sich an wie nach Hause kommen. Wir waren ja hier schon mal. Ja, war schön, ne? Ja. War echt schön. Wollte zum Kaffee trinken zu uns rüberkommen? Ja, das ist meine gute Idee. Naja, Leute, ich will ja nicht meckern. Alles gut. Aber wir müssen ja beim Thema bleiben, oder? Vanlife ist schon eine coole Sache. Wir haben es ja 3 Jahre gelebt. Also, keine Sorge. Wir dramatisieren das nicht, aber wollen halt die Gründe benennen, warum Vanlife für uns in unserem Van zum jetzigen Zeitpunkt einfach nichts mehr taugt. Zumindest nicht Vollzeit. Aber genau, guckt euch das andere Video an. Da haben wir beschrieben, warum Vanlife taugt und ich glaube, da kommt auch ein richtig geiler Vibe rüber. Und jetzt muss ich mal ein bisschen Nusa auspowern. Moin, wir sind wieder am nächsten Tag angekommen, haben gut geschlafen und ich bin heute Morgen top motiviert aufgewacht, aber dann ist mir das hier passiert. Unsere Lieblings-Keymax ist kaputt gegangen und wisst ihr, woran das liegt? An dem zu engen Raum, weil alles zu eng gepresst war und mir das Handy da drauf gefallen ist. Das hat mich schon ein bisschen wütend gemacht heute Morgen, aber davon lassen wir uns jetzt die Stimmung nicht vermiesen. Wird weggeschmissen und dann gehen wir noch mal mit Nusa Gassi und ich erzähle euch noch mal 2, 3 Gründe, warum wir mit Vanlife aufhören. Tschüss, Keymax. Es war mir eine Freude mit dir. Es geht ja heute darum, warum wir mit Vanlife aufhören, deswegen darf man auch mal ziemlich genervt jetzt sein und die schlechten Sachen quasi in Fokus setzen. Ich bin jetzt seit 2 Tagen, bin ich irgendwie mit so einem steifen Nacken aufgewacht und das ist, ich fühle mich gerade echt so unbeweglich und das ist so nervig, man kriegt einfach schlechte Laune. Und ich glaube, das kommt auch davon, weil wir einfach nie gemütlich sitzen. Ne? Wir sitzen ja nur auf unsere Bänke. Irgendwie gibt es ja keine gemütliche Couch. Bewegung, ja gut, manche sind vielleicht so hart und können bei Wind- und Wettersport machen. Ich eben nicht. Dann fällt es mir schwer, Routinen beizubehalten und halt dann immer Sport zu machen. Ich glaube, die kleinen Räume und das viele Fahren ist wirklich so, dass man echt ein bisschen steif wird mit der Zeit. Und aber die Spaziergänge auf jeden Fall gut tun. Zum Glück haben wir jetzt einen Hund und dann bewegen wir uns wenigstens ein bisschen mehr. Das wollte ich jetzt auch mal sagen. Warum es aber auch halt einfach irgendwann anstrengend wird, weil ja, man einfach das Gefühl hat, man ist immer so ein bisschen in engen Räumen, bewegt man sich manchmal auch einfach so steif, wenn man sich nicht den Kopf stoßen will. Und dann hat man das Gefühl, dass man irgendwann so ein bisschen steifer und
eingerosteter wird. Jo, wir sind wieder in Bern angekommen. War ein richtig schöner Spaziergang. Ein weiterer Grund, warum wir in unserem Van nicht mehr leben können, zumindest nicht mehr Vollzeit, ist, ich kann hier nicht stehen. Also zumindest nicht gerade. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist, aber es fehlen hier ein paar Zentimeter. Deswegen war von vornherein klar, hier können wir nicht unser ganzes Leben lang verbringen. Ich komme hier aus dem Van raus und bin wie Quasimodo so. Findest du rechtsseitig besser oder linksseitig? Wie soll ich mich gewöhnen? Ich würde einfach einen Wechsel machen, damit das halt in meinem Aus. Ich kann aber auch so laufen. So kann ich auch machen. Hans, guck in die Luft. Ja. Hi. Hi, Nachbar. Hi. Also die zwei sind auf jeden Fall nicht der Grund, warum wir mit Vanlife aufhören. Nee. Ganz im Gegenteil. Hätten wir die früher kennengelernt, wären wir noch ein paar Wochen länger in Bern geblieben. Wir zusammengezogen. Ja, wenn wir gleich zusammen nach Nevada gezogen wären. Du kleine Maus, geh doch mal zur Seite. Hey, Philly. Philly, wie hat die Suppe gestern geschmeckt? Super geil. War gut, ja? Von 30 Sekunden weggeschnürt. War gut gewürzt. War richtig lecker, ne? Geil war die. Danke, freut mich. Ich kann eigentlich aufhören. Futterneide sind in einer kürzester Zeit entstanden. Oh, ich hätte euch gern mehr gegeben, es war aber leider nicht mehr da. Alles richtig gemacht bei der. Schön. Ganz, ganz toll. Also, es ist alles jetzt gemacht, Bettchen ist gemacht und so weiter, aber hier ist es so gestopfte voll, weil du musst ja jeden Quadratzentimeter nutzen. Also wenn man irgendwas machen möchte, wie zum Beispiel Yoga, dann muss man die ganzen Yogamatten erstmal rausholen. Das dauert ein bisschen. Oder wenn wir duschen wollen, müssen wir die Dusche erstmal aufbauen. Und es ist natürlich sehr, sehr schön, dass alles dabei ist. Aber es ist manchmal auch ein bisschen mühsam, um ganz ehrlich zu sein, weil man halt alles auf und wieder abbauen muss. Weil wir campen ja zu 99% nicht. Also wir bauen uns ganz selten ein Camp auf, wo dann alles so bleibt. Sondern wir packen die Stühle nur raus, wenn wir uns draußen hinsetzen und dann sitzen wir drauf und frühstücken oder trinken und dann packen wir das wieder ein. Genau. Und so ist es halt auch mit der Dusche oder mit den Yogamatten oder mit all dem anderen Kram. Oder wenn ich jetzt halt irgendwie einen Pulli möchte, der halt nicht greifbar ist, muss ich ganz tief mit dem Pulli rausholen und dann stößt man sich auch oben mal den Kopf. Meine neue Haarwaschtechnik kann ich jedem empfehlen. In einer Sprühflasche halbe Shampoo und halbes Wasser schön schütteln und dann direkt auf die Ansätze sprühen und dann shampoonieren und dann ausspülen. Es ist nämlich eh nicht gut, in den Längen und Spitzen immer Shampoo reinzumachen. Es trocknet nämlich die Haare aus. In Längen und Spitzen gehört nur der Conditioner. Mach dich bereit zum Haare waschen. Ich habe eigentlich richtig Nackenschmerzen. Jetzt wäre eine heiße Dusche natürlich viel geiler. Aber so geht's auch. So, jetzt bin ich hübsch gestriegelt und geschniegelt. Sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Für ein Telefonat mit meiner Oma. Hallo. Hallo, Omi. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, das war jetzt meine Omi. Die hat heute den 80. Geburtstag und ja, wir sind leider nicht da. Das ist jetzt auch ja, einfach der Preis, den wir zahlen für unser dauerhaftes Reisen, dass wir sehr viele wichtige Ereignisse im Familien- oder Freundeskreis einfach verpassen. Melli schneidet hinten dran schon mal ein bisschen Obst, weil jetzt gibt es auch gleich was zum Frühstück. Genau, also nicht wundern, falls ihr das hacken hört. Aber diese wichtigen Ereignisse ja, verpassen wir jetzt nicht so seit 3 Jahren, sondern wir waren ja vorher auch schon ein bisschen am Reisen und jetzt merken wir das erste Mal, seit wir unterwegs sind, dass wir doch ganz gerne mehr bei Freunden und Familien wären und die Feste ganz gerne so feiern würden, wie sie fallen. Und wenn man halt einfach in Deutschland ist, kann man auch mal schnell für ein Wochenende oder zum Geburtstag einfach mal rüberfahren. Ja, also es macht mich auch schon ein bisschen traurig. Aber gut, wir sind ja in ein paar Wochen da und dann holen wir das Ganze einfach nach. Übrigens, seht ihr das hier? Wir stehen hier. Oh ja, du musst mir hier mal was holen, Schatzi, hier. Ja. Seht ihr das hier? Wir stehen hier
schön nah am Meer und das ist auch alles wunderbar, aber wir wollten heute auch noch einen Podcast aufnehmen. Das kann man aber nicht machen, weil es halt mega laut ist. Selbst bei geschlossenen Türen hört man die Wellen und das ist natürlich nicht angenehm, in so einem Podcast die ganze Zeit so ein Rauschen zu hören. Und draußen können wir aber auch nicht aufnehmen, weil dann ist es so windig. So, das ist natürlich, man ist hier in Bern auch viel stärker der Natur ausgesetzt und es hindert uns manchmal einfach daran zu arbeiten und natürlich auch dann Geld zu verdienen, um weiterzureisen. Naja, aber jetzt kommt der wichtigste Grund zum Schluss, warum wir mit Vanlife aufhören. Und zwar, wir haben hier halt einfach, oder wir haben einfach andere Projekte im Kopf, die wir hier im Van nicht umsetzen können. Ihr wisst, wir haben euch schon verraten, dass wir ein eigenes Café eröffnen möchten. Und da muss man natürlich vor Ort sein und kann das halt nicht so aus dem Van herausmachen. Wir haben schon sehr viel geplant und sehr viel angefangen. Aber um es halt in die Tat umzusetzen, brauchen wir halt einfach eine feste Bleibe. So, Freunde, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht das Vanlife-Leben versaut, um Gottes Willen. Mir ist das Video auch ein bisschen schwerer gefallen wie das Video letzte Woche. Aber es ist halt auch einfach die andere Seite der Medaille, die wir euch zeigen wollten. Falls euch das interessiert, warum wir uns für Vanlife entschieden haben und warum wir Vanlife nach wie vor immer noch toll finden, schaut euch das Video von letzter Woche an. Ich verlinke euch das einfach mal hier. Und falls ihr einfach mal durch unsere Playlist scrollen wollt, verlinke ich euch hier unsere komplette Vanlife-Playlist und da könnt ihr von Anfang bis Ende euch richtig satt sehen. Ja, bleibt gesund, bleibt munter, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüssi.